Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gornhub. Wir schauen uns jetzt den John Deere 3000 an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Tonio im Farming. Gibt es nur für PC und Mac, findet ihr einmal in der Kategorie Kompakttraktoren und dann habt also Fahrzeuge und Kompakttraktoren und habt ihr das gute Stück hier. John Deere 3000, 85 PS standardgemäß Leistung, 145 Liter Diesel, 43 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit für 15.000 Anschaffung, 765 im Leasing. Farbauswahl keine, dafür Reifenhersteller, Reifenvariante, Design. Design, Leuchtfeuer, Kabine, Motorausführung und Frontladeranbau. Also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Config-Blöcke mit dazu. Es wurde gefragt, können wir den vorstellen? Können wir vorstellen? Hat ein paar, sagen wir mal so, er hat im Detail Probleme. Das schon mal so als Spoiler vorweg. Schauen wir uns erstmal die Config-Blöcke selber an. Wir haben Reifenhersteller Trelleborg, Reifenvariante, zwei Räder Farm. Merkt man halt auch nicht so ganz gut übersetzt. Vier Räder Farm, 4WD Board, 4WD Board mit Gewicht, 4WD, 2WD Narrow, also Pflegebereifung, 4WD Pflegebereifung. Und das war es, was Trelleborg angeht. Michelin, das gleiche in grün, nur halt dementsprechend ohne Pflegebereifung. Und dann war es das auch schon wieder. Design mit Kotflügel, ohne Kotflügel. So war auf jeden Fall mal die Idee. Bei der 2WD-Variante haben wir das nicht. Bei der 4WD-Variante geht das wiederum auch. Ne? Also geht aber nur bei den 4WDs. Wie gesagt, bei den 2WDs sind keine Kotflügel mit vorhanden. Design Nummer 2 ist keine 100, 200, 300, 400, 500 Kilo Gewicht. Fronthydraulik haben wir in dem Falle nicht mehr dran. Leuchtfeuer, kurz Rundumleuchten, Standard, dann alte Rundumleuchte, Sackex Rundumleuchte, LED Rundumleuchte. Dach, niedriges Dach, hohes Dach. Motorausführung 3100, 3200, 3200X, 3300, 3300X, 3400 und 3400X. Heißem Umkehrschluss 55, 65, 75, 85 PS. Maximale Leistung, Anzeigefehler, also hier am Anfang, wir starten mit 55 PS. Und wir sehen, wir haben noch einen Unterschied zwischen der normalen, also zwischen der normalen und der X-Variante, was hier den Innenbereich bzw. hier vorne das Ding angeht. Frontladeranbau, nein, Stoll, Missing, da haben wir einen Fehler, Alloy und Maliux oder Malinoix, wie man es auch immer aussprechen mag. Schauen wir uns das gute Stück mal im Außenbereich an. Wir haben hier John Deere dementsprechend mit draufstehen. Das kann man so weit erkennen. Man sieht allerdings hier noch ein paar Pixelfehler mit außen rum. Reifen sind halt die standardnormalen Trelleborg-Bereifungen, die man halt auch aus dem Spiel kennt. Das passt soweit auch. In dem Falle 440, 65, R24er. Was hier bei dem Modell so ein bisschen auffällt, ist das hier unten. Ne? Ihr seht das so ein bisschen. Da ist irgendwie ein komischer Schatten. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ne, aber ihr seht das hier, das sieht ein bisschen eigen aus und zieht sich mehr oder weniger auch übers Modell mit hin. Wir haben hier vorne John Deere Logo mit dabei, zwei Leuchten, denen Fall jetzt hier das volle Gewicht. Auspuff, oben noch ein paar Arbeitsleuchten mit drauf, hier die Rundumleuchte oder eine Variante der Rundumleuchte, sagen wir es mal eher so. Auf der gegenüberliegenden Seite das gleiche in grün. Hinten dann im Heckbereich Kennzeichen mit da, in dem Fall ein französisches, Bremslichter, Blinker, hintere Arbeitsleuchten und der übliche Standard, wie man es kennt. Hier können wir dann nochmal sehen, in dem Falle 3400X Variante, hier nochmal das John Deere Logo. Hier sieht man allerdings auch bei den Deagles leichte Pixel außen rum. Im Innenbereich Lenkrad, was sich schon mal bewegen lässt, das ist sehr schön, ein Sitz, der auch okay aussieht, ansonsten oben Dach. Hier ab und zu noch ein paar Knöpfe, Radio oder Funk, eins von beiden. Armaturen vorne bzw. Anzeigen kann man soweit erkennen. Wir haben links, rechts Spiegel, die sind soweit auch in ihrer Form drinne. Ansonsten halt alles in dem Fall jetzt hier in dieser X-Variante in weiß gehalten, nenne ich es einfach mal. Sieht aber an sich gar nicht verkehrt aus. Prinzipiell, ja, Texturen schwanken so zwischen okay und teilweise mittel. Da müsste man gegebenenfalls nochmal ran. Hören wir uns mal den Sound an.
Ja, prinzipiell an sich ja schon mal gar nicht so verkehrt. Also an den Standard-Sound vom LS ist es auf jeden Fall nicht, das hört man raus. Inwiefern am Original schreibe ich was dazu, wenn ich dazu was schreiben kann, wisst ihr ja Bescheid, aber es hört sich an sich jetzt nicht verkehrt an. Kommen wir mal zum Thema Funktionalität. Ihr seht ja, mit den Beinen wird gearbeitet und sogar relativ aktiv, muss man sagen. Also er hat sie eigentlich gar nicht da, ab und zu drückt er sie halt mal, auch beim normalen Fahren, wie man sieht, so mehr oder weniger so auf Schaltungsebene. Dann geht auch nur das linke Bein, ne? Nur beim Bremsen geht das rechte Bein damit hin. Auch hier der Gangschalter, der ist da auch voll mit animiert. Und das geht dann dementsprechend auch mit den Händen so, das ist sehr schick. Ansonsten vorne die Armaturen. Ihr seht einmal Umdrehung, einmal kmh, in dem Fall hier auf digitaler Basis. Die sind soweit auch mit den LS-Taro synchronisiert, was sehr, sehr nice ist. Wenn ich bremse, haben wir hier vorne einen Button, der dann dementsprechend mit leuchtet, was sehr schön ist. Genauso wie hier vorne der Hebel für Vorwärts-Rückwärtsfahren auch mit animiert ist. Spiegel funktionieren soweit, kann man dann auch alles erkennen, auch alles schick schön. Wenn ich einmal Blinker anmache, beziehungsweise nach links blinke und nach rechts blinke, haben wir da vorne auch Icons, ein bisschen verwirrend. Wenn ich nach links blinke, gehen die zwei Leuchten da an, die jeweils nach links und rechts theoretisch blinken, wie Warnblinker. Wenn ich nach rechts blinke, die wiederum, also Mitte und rechts, und wenn ich Warnblinker anmache, blinken alle drei. Okay, wenn wir uns das Ganze, Lock, ihr habt es gerade schon gesehen, gleich. Wenn wir uns das Ganze in der Nacht anschauen, sehen wir auch alles schick schön. Normale Leuchte fürs Licht ist auch mit dabei, allerdings sind die Armaturen in dem Falle nicht so beleuchtet, dass ich in der Nacht auch was sehen könnte, wie schnell fahre ich denn jetzt. Also das müsste da auf jeden Fall noch gemacht werden. Blinker sind im Außenbereich mit da, reflektieren auch, genauso wie die Rundumleuchte. Muss sagen, die Rundumleuchte sieht ein bisschen anders aus, als man sonst so kennt. Funktioniert aber, mag aber halt auch Geschmackssache sein, beziehungsweise je nachdem, welchen Style man da wählt. Ansonsten gibt es normales Fahrtlicht, hinteres Arbeitslicht, vorderes Arbeitslicht und Abblendlicht. Das Ganze könnt ihr mit Numpad 5 und Numpad 6 aktivieren und deaktivieren. Hube ist auch mit dabei. Ansonsten haben wir noch IC Control mit dabei. Einfach Leertaste gedrückt halten, das ist nicht Simple IC, das alte IC. Können wir hier einmal die Fahrertür öffnen bzw. schließen. Ihr habt da noch überall diese riesigen Buttons. Wir können die Spiegel mit ranholen bzw. einklappen und ausklappen. Wir können hinten die Heckscheibe öffnen und schließen. Das ist auch alles mit dabei. Wir können die linke Armlehne hoch und nach unten nehmen. Wir können die rechte Armlehne oben und bzw. nach oben und nach unten nehmen. Ebenso können wir hier die rechte Tür öffnen bzw. wieder schließen, also die Beifahrertür. Das ist das, was IC angeht. Ansonsten maximale Fahrtgeschwindigkeit 40 km/h. Das ist soweit in Ordnung. Fährt sich eigentlich auch sehr, sehr angenehm. Wüsste ich jetzt nicht, wo das große Problem daran liegen sollte. Ansonsten machen wir einen kleinen Test mit unserem Flug. Man muss zugegeben, oder beziehungsweise ich muss zugeben, das ist ein ganz, ganz kleiner, süßer Traktor. Könnte ich schon fast sagen, so bleibt ein Obstbaumäßig. Der wird natürlich mit dem Flug minimal überfordert sein. Aber ja, so ist es. Thema Lok habt ihr ja gerade eben schon gesehen, kann ich schon mal spoilern. An sich ist da irgendwo, ist scheinbar kein allzu großer Fehler, aber er dupliziert sich leider Gottes. Deswegen sieht das alles etwas schrecklich aus. Aber dazu kommen wir gleich. Wir hauen erstmal den Flug hinten dran. Ihr seht, dynamische Kabel, Schläuche und Co. sind alle mit vorhanden. Das ganze Ding geht auch ganz nach unten. Das funktioniert also auch. Animation und Sound haben wir auch mit dabei. So, wenn wir uns jetzt mal den Lok genauer anschauen, werdet ihr relativ schnell sehen, dass jetzt hier während des Fahrens und Co. es nichts passiert ist. Ich gehe jetzt mal nach oben und dann seht ihr Warning, bla bla bla. Es sind aber in Anführungsstrichen Warnings. Nur, das ist immer noch viel zu viel, wie ihr seht. Und die Dinger duplizieren sich im Sinne von, wenn ihr im Shop irgendwas einstellt. Das ist beim Frontlader der Fall. Ihr habt ja da gesehen, da ist Missing. Da klatscht erstmal massiv irgendwas raus, gerade hier. Da haut irgendwas in der XML nicht hin. Und bei den Reifen ist noch irgendwo da ein Fehler. Das dupliziert sich meines Erachtens nach dann halt einen Haufen. Ihr seht, das sind an sich immer die gleichen Dinger. Gerade hier dieses XML-Ding. Während des Fahrens und Co. passiert da allerdings nichts. Nun muss man trotzdem zugeben, ist das hier alles andere als optimal. Und auch gerade für Dedicated Surfer eher, naja, ein Krampf als eine Bereicherung. Deswegen, da muss man definitiv nochmal ran, das zu fixen. Weil es sind, wie gesagt, keine Lua Call Stacks, auch das muss noch gefixt werden. Und dann ist das Ding an sich eigentlich auch brauchbar. Aktuell würde ich es, wenn überhaupt, nur im Singleplayer empfehlen. Aber ich wäre da doch schon noch ganz begeistert, wenn man den Lok fixen würde, neben den Texturen.
Ja, ansonsten, wer sich aber sagt, hey, damit kann ich was anfangen oder ich fixe den Fehler für mich selber, nur zu, Download-Link inklusive Bewertung ist in der Videobeschreibung mit verlinkt. An sich ein schöner Johnny, da muss aber nochmal was rangemacht werden, gerade wenn die Logfehler weg sind, dann ist er schon mal spielbar, dann kann man sich noch um die Texturen und um die Funktionen kümmern. Nun, Download-Link inklusive Bewertung, wie gesagt, in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war hilfreich, die Anfrage, was man hier damit machen kann oder ob man es nicht machen kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann auf der Renne. Tschüssikowski!